Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Persian Architect. Wie wir sehen, haben wir jetzt mittlerweile hier wieder so eine ewig lange Liste an Leuten, die entlassen werden sollten. Aber immerhin haben wir 16.000 Dollar, weil ich das Spiel habe weiterlaufen lassen. Das heißt, dass wir auch hier ein bisschen weiterbauen können. Ich lege die Stromkabel mal mitten ins Gebäude rein. Und auch hier ein Stück weiter. Hier müssen wir noch den Strom haben. Erstmal so. Wenn das jetzt ein bisschen was gekostet hat. Aber dann haben wir da immerhin was. Ja. Ach, hier unten ist auch noch kein Strom. Können wir das auch noch mal machen. Das sollte wohl reichen. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass unsere fleißigen Bauarbeiter, da kommen sie schon mit ihren Kabeltrommeln. Sind auch released eigentlich. Naja. Vielleicht sollte man die Kantine noch mal umbauen, irgendwie zentraler oder so. Wobei die ja eigentlich genug Zeit haben, um essen zu gehen. Na, hier wird noch ein bisschen sauber gemacht. Der Generator. Oh. So langsam aber sicher geht auch dem der Strom da aus. Wie viele Mitarbeiter haben wir denn? Wie viele Bauarbeiter haben wir denn? Fünf nur, ne? Machen wir mal. Sieben ist eine blöde Zahl. Acht. Was hier so groß geworden ist. Das ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn man dann noch ein paar mehr hat. Tü-dü-dü-dü. Könnte man eh schon mal anfangen und die Hände hier reinziehen. Zoomen dafür mal ein bisschen ran. Jo. Jetzt in der Mitte so viel Platz auf. Da hätten wir doch fast einen falschen Fehler begangen. Das muss natürlich alles so sein. Es ist unheimlich teuer, diese Wände hier einzubauen. Fast unser ganzes Geld gleich wieder weg. Nur weil wir hier so ein paar Wände eingezogen haben. 10.000 haben wir noch. Dann höre ich hier jetzt erstmal auf. Sind ja schon 2, 4, 6, 8, 9. Naja, 18. Groß hier für das, was ich da eigentlich vorhatte. Aber hier sollte nämlich eigentlich so eine Einzelzelle rein. Dann machen wir halt einfach zwei hin. Tja, wie macht man das? Wie teilt man das denn jetzt sinnvoll auf? Ah, wir nutzen hierfür einfach mal unser Planungstool. Nein, Planning.
so wird es auch nicht funktionieren. Müssen wir das mal so machen. Dann wird das halt eine größere und eine kleinere Zelle. Ist dann eben nicht zu ändern. Hier wird eine Einzelhaft gebaut. Objects. Ich muss da irgendwie so ein fieser Metall. Haben wir da oben noch einen kleinen Bereich für irgendetwas anderes. Ah, da kommen 10 neue Gefangene. Bin mir nicht sicher, wie wir das alles unterkriegen sollen. Ich mache jetzt erstmal 4 Zellen fertig und dann gucken wir, wie viel Geld wir noch haben. Weil die auch alle noch einen, machen wir mal 6. Weil die auch alle noch Wasser brauchen. Utilities. Vielleicht bräuchten wir hier drüben auch mal so eine Large Pipe. Können wir die da einfach drüber bauen? Die sind jetzt zum Glück nicht ganz so teuer. Was machen die denn da? Was tun die hier? Ah ja. Haben sie sich beruhigt. Wunderbar. Geldtechnisch sieht das ja sogar noch ganz gut aus. Dann könnten wir hier vielleicht noch 4 weitere Toiletten und 4 weitere Betten und 4 weitere Türen. Ist dann überall. Safe. So, hier noch ein Bett und da noch ein Bett. Und nochmal zwei Toiletten. So. Na dann. Warten wir mal ab.
dass hier alles installiert ist. Hier sehe ich schon, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Aber vielleicht kommt das ja noch. Oh, hier unten muss natürlich auch noch irgendwie Wasser hin, ne? Wie machen wir das denn? Da haben wir Large Pipe. Ziehen wir die bis hier rüber. Und da wären es noch 1700 Dollar. Was passiert hier? Okay, die gehen halt in die Sammelzelle. Der Cashflow steigt natürlich auch immer weiter an. Das Problem ist aber, dass diese Leute hier immer noch nicht weg sind. Und hier ist es kaputt. Nicht so schön. Ja, hier fehlt auch immer noch Wasser und. Und hier wird schon der erste Insasse. Gehen wir da hin. Ah, der kommt doch. Ach doch, der kommt da doch raus. Verdammt. Ja. Schon jetzt 12 Uhr mittags gleich. Vielleicht müssten wir auch einfach nochmal an unserem Timetable arbeiten. Die hier so viel Zeit zum Essen haben, wobei. Wir machen mal hier Shower hin. Legen die Free Time dahin. Kommen noch mehr Rohre. Ja, eigentlich ist der hier released, sitzt aber in Einzelhaft. Der auch. Ganz toll. Die da sind noch gar nicht released eigentlich. Laufen aber auch nicht weg. Ja. Mit dem Rechtsklick könnt ihr den Bauarbeitern auch den Weg einfach, oder beziehungsweise generell allen Leuten die Türen auf- und zumachen. Um eure Wachen ein bisschen zu entlasten. Außen steht noch jede Menge Material. Eigentlich ist Essenszeit, aber irgendwie wollen die alle nicht. Mit den Rohrleitungen. Das Wasser haben wir schon mal hier. Hier unten. Ah, hier ist noch nichts passiert. Okay. Aber weiterhin sollten wir dafür sorgen, dass hier auch Gehweg gebaut wird. Damit die schneller laufen können und nicht so lange brauchen, um alles irgendwo hin zu transportieren. Also 200 Dollar pro Quadrat. Square. Ja. Was ist hier los? Hier fehlt noch eine Toilette.
Ups. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel jetzt mehr verbuggt ist als vor diesem Update. Hier mal auf diese Zelle auch noch. Nein, kriegen wir nicht. Können wir uns auch irgendwie erstmal wieder abbrechen, ne? Das geht wieder. Bestellt ist bestellt. Tja, Storno gibt es aber nicht. Immerhin kriegt die 300 da noch reingebaut. Was passiert hier? Oh. Der macht Wäsche. Dann arbeiten die ja doch. Hier wird offensichtlich auch gearbeitet. Vielleicht sollten wir das dann wohl, wenn wir wieder Geld haben, nochmal erweitern. Hier wird ein Gefangener rumgeworfen. Fehlt ein Laundry Basket. Haben wir davon noch einen? Ich glaube, ich habe davon noch irgendwas gesehen, oder? Wo haben wir sie denn? Da. Setzen wir doch da einfach rein hin. Ja, hier wohnt so eine spitzige Wäsche ab. Vielleicht brauchen die auch einfach mehr Zeit zum Arbeiten. Den nehmen wir ab da weg und setzen hier noch Work mit rein. Mach da ein Jahr. Ups. Da ein Jahr drin. 4 Stunden zum Essen sollte ja eigentlich reichen. Bräuchten wir halt mehr Wärter, die wir die ganze Zeit die Zellen einfach zuschließen können bei den ganzen Leuten, die Wäsche holen. Oh, der hat gerade eine drüber gekriegt. Jetzt kann man hier auch sehen, wie hier gearbeitet wird. Oh, die wollen schlafen. Geld kriegen. Ja, vielleicht steht es ja in der Abrechnung am Ende des Tages dann aufgeführt. Wir können auch noch mal gucken, dass wir... wo war es? Da nicht. Die Bäume. Dass wir hier genug Jobs zugeteilt haben. Wo haben wir? Wann liegt das? Vier Jobs in der Küche. Wo eigentlich? Falsch, falsch. Eigentlich könnte man ja auch. Hier arbeiten kann. Ich würde gerne mal einen Blick hier reinwerfen. Das geht ja im Moment leider nicht. Scheint ein neuer Bug zu sein. Dass die Köche jetzt hier Hilfe in der Küche haben.